vom 1er Golf hin bis zum, keine Ahnung, M3 kann man halt alles genauso individualisieren, wie man es selber haben möchte. Man kann eben, es ist für viele Leute sicher eine Selbstdarstellung, für mich ist aber in gewisser Hinsicht mehr Selbstverwirklichung als Selbstdarstellung. Unzählige Stunden stecken an Arbeit in dem Auto. Ich habe das Auto jetzt seit knapp 3,5 Jahren und es wird eigentlich durchgehend dran irgendwas verändert, von anderen Felgen, von anderem Fahrwerk über andere Teile. Also es ist ein Projekt, sowas ist nie abgeschlossen. Sowas wird immer nur verändert und verbessert im besten Fall. Ich bin der Patrick oder Pat, bin 26 Jahre alt und arbeite beruflich in der aktiven Sicherheit, sprich bin Testingenieur für aktive Sicherheitssysteme im Fahrzeugbereich. Also ich bin der Flo, ich bin 28 Jahre jung, ich bin beruflich CAM-Programmierer, das wird jetzt viele nichts sagen, ich mache Programme für CNC-Maschinen. Also zum Auto-Tuning selber gekommen bin ich grundsätzlich durchs Moped. Das hat einfach angefangen mit 15 Schrauben, das Moped schneller machen, das Moped einzigartig machen. Und das hat einfach nie aufgehört. Ich bin dann aufs Motorrad gewechselt, das war leider dann nicht so meins. Und dann hat es mit dem Auto angefangen. Da hat es angefangen, das erste Mal Fahrwerk erbauen, das erste Mal Felgen so zu aufschrauben, das erste Mal Wow von irgendwelchen Freundherren. Das war der Wahnsinn. Und so hat es einfach nie aufgehört. Und irgendwann geht es jetzt ins Extremum, da wo wir halt jetzt ungefähr angekommen sind. Also die Zusammengehörigkeit, die steht irgendwie an oberster Stelle an dem Ganzen, weil die Halle, wie es da ist, die bringt uns halt alle gemeinsam zusammen. Wir verbringen Wochenende miteinander, wir dann miteinander grün, wir dann alles Mögliche. Es geht nicht nur ums Auto, es geht einfach ums Zusammensein. Sicher, klar, das Auto, mit dem sind wir alle zusammengekommen, aber es geht viel mehr ums Menschliche eigentlich, was da dahinter ist. So lernt man einfach Leute kennen, so lernt man Leute auf Treffen kennen, so fährt man auf Treffen ins Ausland, wie zum Beispiel, wir waren letztens in Polen, da waren wir eine Truppe von über 10 Leuten, jeder mit seinem eigenen Auto und einfach gemeinsam dasselbe Hobby haben und dasselbe machen. In Flo habe ich kennengelernt, eigentlich auch ziemlich random im Internet eben, weil wir uns erst kennen von den Internet-Friends. Es war einfach bei einem Foto von mir, sind wir dann irgendwie zum Reden gekommen oder im privaten Chat dann irgendwie zum Reden gekommen und haben sich dann ausgemacht, nein, machen wir Fotos gemeinsam für die Fahrzeuge, haben mich gleich an die Autos gezeigt. Und ja, gleich eine Woche später dann sind wir halt da gewesen in der Halle, haben wir dann Fotos gemacht und haben sich so ein bisschen zusammengeredet. Und aufgekommen ist dann die Frage, nein, ob man vielleicht nur irgendwie, ob ich was weiß für ihn zum Unterstehen fürs Fahrzeug, weil es dann so keine Garage hat. Und hat dann halt relativ gut gepasst, dass ich eben nur einen Platz frei gehabt habe. Und seitdem ist er eigentlich da. Unsere Freundschaft hat sich auch irgendwie entwickelt durch das Ganze, weil wir einen ähnlichen Style und Fahrzeug fahren. Es gibt natürlich viele Leute, die das nicht feiern, wie wir umbauen. Es gibt verschiedene Stile, wie man ein Fahrzeug auch umbauen kann, aber wir haben einfach gefunden, wir haben dieselbe Stilrichtung und deswegen kommen wir, glaube ich, auch so gut zusammen, weil es würde jetzt für uns zum Beispiel nicht in Frage kommen, dass man irgendwie ein Standard-Sportfahrwerk oder sowas verbauen, sondern wir bauen sie selber irgendwie Fahrwerk, flexen Federn ab, verbauen Traktorfedern etc. Es soll einfach was Besonderes sein und nicht einfach alltäglich. Das ist, glaube ich, so das Ziel von uns. Und ja. Das Hobby für mich selbst macht einfach das aus, dass man es einfach so vielfältig ausleben kann. Sprich, ich kann dann auch um 8 Uhr auf Nacht, 9 Uhr auf Nacht den Teile fahren. Ich kann halt da irgendwas vom Auto machen, was mir gerade eingefallen ist daheim oder was ich eben im Internet gefunden habe, was halt auch wieder ein anderer Punkt ist für dem Hobby, dass man viel im Internet schaut, was gibt es für Teile, was hat es früher gegeben, zum Beispiel bei uns jetzt eben mit den älteren Fahrzeugen, eben, was hat es früher gegeben an Tuningteilen, nicht immer alles neu kaufen oder halt dass man sich alles kaufen kann, was man will, aber eben das selber bauen, das Teile auszusuchen, seltene Teile auszusuchen und eben dann kann ich eben herfahren auf die Nacht, kann das halt einbauen, kann Sachen umbauen und auch wenn man nur da sitzt und sich das Auto im Endeffekt auch ausschaut, 5 Fotos macht und dann wieder fährt. Oder eben die andere Seite, man trifft sich, man macht sich aus für einen Samstag, für ein Treffen in der Umgebung, trifft sich dann eben in der Halle, fährt das Treffen an, gemeinsam in der Kolonne,
fahrt dann wieder zurück, kann dann daheim eben, also da halt dann noch grün den Abend ausgehen lassen. Also es ist mehr jetzt die Gemeinschaft als nur das Fahrzeug, um was es eigentlich geht. Für uns zumindest. Als Botschaft für draußen, für alle Menschen, lebt euch ein Hobby aus, egal was für ein Standard es euch umwickelt werden. Ich meine, wir machen was, was höchst illegal in Österreich ist, wenn wir so ehrlich sind. Es ist leider mit unserer Kirche nicht leichter, das macht es nicht leichter, aber lebt es aus, wenn es dafür brennt, macht es einfach, weil alles andere hat nicht wirklich einen Sinn. Das ist mein Gesicht, ich kann nicht so das ist mir irgendwie nichts Besseres eingefallen. Das ist cool, man kann es ja genauso sagen. Ich gehe leise. Vom Schluss hat er so einig.